Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute habe ich unseren Elektro-Mini am Start und das neue Tuning-Projekt kriegt jetzt gleich mal den Boden näher gebracht. Wie genau, seht ihr nach dem Intro. So, wir fangen als allererstes mit dem Fahrwerk an und da habe ich diesmal Fahrwerksfedern im Angebot. Die hole ich mal raus und zwar, wie man schon am roten Karton erkennen kann, haben wir mal wunderschöne Eibach-Federn bekommen. Die Firma Eibach hat sich bereit erklärt, uns hier zu unterstützen. Erstmal nochmal vielen Dank dafür. Und vor allem ist es auch tatsächlich so, dass die Firma Eibach für unseren Elektro-Mini, der ja recht neu ist, jetzt ein halbes Jahr vielleicht alt, tatsächlich schon Fahrwerkskomponente im Angebot hat. In dem Fall hier das Eibach Bro Kit. Diesmal geht es nicht darum, die maximale Tiefe zu erzeugen oder sonst irgendwas, sondern das Ganze soll noch praktikabel sein und dementsprechend noch für die Langstrecke ein ordentlicher Restkomfort habe. Aber natürlich soll die Performance nicht drunter leiden, sondern besser werden. Deswegen hat Eibach hier das Bro Kit im Angebot. Das bietet eine Tieferlegung, je nach Fahrzeug, bis zu 40 mm an und ist speziell darauf entwickelt worden, den Kompromiss zu schließen, noch einen höchstmöglichen Fahrkomfort zu haben und natürlich aber auch die Performance zu verbessern. Ich würde sagen, wir packen mal das gute Stück aus. Ich habe es, wie gesagt, noch original, wie es geliefert gehabt, hier bei mir liege gehabt. Und als allererstes müssen wir dann mal kontrollieren, wie sieht es aus, haben wir mal das richtige Gutachten dabei. Okay, können wir uns also nicht anschauen, weil es liegt hier nicht mit dabei. Müssen wir auf der Homepage dementsprechend das Ganze kontrollieren. Machen wir aber natürlich, gar kein Problem. Und was haben wir hier bekommen? Wunderschöne Federn. Stehe auch noch schön die Teilenummern drauf. Zeige ich euch später, wie man die verbaut, dass der TÜV-Prüfer sich auch freut und nicht irgendwie halber sich ums Auto wickeln muss. Und da haben wir auch noch mal schöne Gummis dabei. Was die genau sind, weiß ich noch nicht, werde ich aber sehen. Wichtig noch hier zu erwähnen, wenn ihr euch bei Eibach registrieren tut, habt ihr 5 Jahre Materialgarantie hier auf die Federn. Aber ich will jetzt nicht mehr weiter lang um den heißen Brei reden, denn jetzt geht es an die Montage und dafür muss das Auto erst mal auf die Bühne. So, das gute Stück ist schon auf der Bühne, aber damit ich natürlich an die Federn rankomme und auch ordentlich drauf schaffen kann, muss das Rad runter. Dann machen wir mal eine Bestandsaufnahme, was man so sehe. Ich muss sagen, ich habe in meiner ganzen Fahrwerkskarriere noch keinen einzigen Mini gehabt. Aber das hier sieht doch alles vernünftig aus. Und eigentlich auch so, wie man es kennt. Müssen wir hier eine Kleinigkeit abmontieren. Und dann kriegen wir die Feder auch schon raus. Also lege ich mal los. Wichtig ist hierbei nochmal, achtet darauf, dass ihr nicht irgendwelche Sensoren, Höhestandssensoren oder sonst irgendwas dran habt, die, wenn die ganze Achsteile jetzt gelöst werden, eventuell abreißen können. Deswegen da nochmal ordentlich schauen. Aber jetzt hier hinten links sieht es alles gut aus. Da können wir einfach loslegen. Das heißt, ich löse jetzt hier einmal den Stoßdämpfer und eventuell könnte das schon reichen, dann die Achse so weit runter zu drücken, um die Feder rauszunehmen. Mal schauen. Mein Freund, der Getriebeheber, darf natürlich nicht fehlen. Na, das reicht noch nicht ganz. Machen wir mal das Stabi hier hinten noch lose. Genug Spiel. Und jetzt aber. Et voilà. Und schon haben wir die Feder in der Hand. Ging echt rasend schnell. Schauen wir uns mal den direkten Vergleich an. Das sieht man jetzt schon mal schön den Unterschied. Es sind Tieferlegungsfedern.
aber das heißt nicht gleich, dass die Feder unbedingt maximal kürzer sein muss. Das Ganze hat mit der Windung und mit der Steifigkeit zu tun von der Produktfertigung. Und deswegen können wir jetzt hier erstmal sehen, keinen so großen Unterschied von der Höhe her. Allerdings hier von den Windungen sieht man einen Unterschied. Jetzt müssen wir hier den einen Puffer quasi übertragen. Sieht da identisch aus hier von der Aufnahme. Und dann wird das Ding hier einfach reingeklickt. Darauf achtet, dass der Anschlag am Federende hier ansteht. Und dann kann das ganze Ding auch schon wieder rein. Wichtig hierbei, nicht zu vergessen, ihr habt hier unten so einen Führungsnippel. Der muss natürlich auch in das entsprechende Loch rein, damit die Feder genau richtig sitzt. Und jetzt geht das ganze Spiel rückwärts. Et voilà. Und schon haben wir an der Hinterachse die erste Feder getauscht. Ganz wichtig, ich lasse jetzt hier noch diese Schutzverkleidung weg, weil jetzt dann im Anschluss, im Achsvermesser, tun wir die ganze Lager hier nochmal lösen, wenn das Fahrzeug auf seiner endgültigen Höhe steht. Geht nämlich darum, dass die Lager natürlich eine Voreinstellung haben von einem höheren Fahrwerk. Und wenn man das jetzt einfach tiefer lege und diese Lagerung nicht anlöst und auf die neue Position reguliert, dann muss man natürlich die neue Fahrzeughöhe auch mit berücksichtigen und auch wieder quasi frisch festziehen, damit halt die Lager in der neuen Position sind. Das ist nämlich einmal für das ganze Fahrverhalten wichtig und zum anderen auch können dadurch unangenehme Geräusche entstehen, wie irgendwelches Quietschen, Knacken und so weiter, wenn die Lager quasi verspannt sind, sprich noch auf Originalhöhe eingestellt. Also, dann mache ich noch schnell die andere Seite und dann gehen wir an die Vorderachse dran. So, weiter geht's mit der Vorderachse. Hier wird es definitiv mehr Aufwand werden, anstatt eine 5-Minuten-Nummer auf einer Seite hinten. Zunächst löse ich hier auch wieder die Stabilstange und dann unten am Achsschenkel die Verbindung zum Stoßdämpfer. Und dann schauen wir mal, ob wir genug Platz haben, den ganzen Achsschenkel so weit runter zu ziehen. Ich hoffe, die Antriebswelle macht es entsprechend mit, damit wir den Stoßdämpfer aus der Führung rauskriegen und dann anschließend oben am Domlager die Schraube zu lösen. So, und das hier ist eine Klemmvorrichtung. Hier jetzt am besten hergehe und mit einem kleinen Meißel einfach den Achsschenkel hier ein bisschen aufspreize, damit man besser das ganze Ding rausholen können. Das wird schon mal so nix. Das heißt, wir lösen jetzt mal den Spurstangekopf. Jetzt müssen wir uns langsam heranarbeiten, bis wir so viel Platz gewinnen, um das Ganze so weit wie möglich runterzudrücken. Also, Spurstangekopf, du musst leider weg. So, der ist noch verdammt fest. So, nächster Versuch, Achsschenkel vom Querlenker zu trennen. Ja, auch das ist fest. So, dank des Kameramanns, der sich einmal kurz an der Querlenker gehangen hat, ist das Ding runtergekommen. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier schon genügend Spiel. Und das Ding liegt frei. Das heißt, jetzt muss das Auto nach unten. Und dann können wir oben die Domschraube lösen. Und dann können wir das Federbein komplett rausnehmen. Boah, was ein Motor, sage ich euch. Guckt euch mal an, Alter, ist das ein Aggregat, hey. Brutal, brutal. Sieht man da noch was? Ich habe noch nicht rein geguckt. Okay. Wie ich gelernt habe, orangene Kabel, nicht gut. Lassen wir die Finger von. Deswegen gleich wieder drauf. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Aber wir wollen an die
Domschrauben. Hier oben zu sehen, echt cool zugänglich. Außer der da hinten, der ist ein bisschen tricky. Aber da müssen wir auch nicht extra die Verkleidung wegbauen, das kriegen wir hin. Wenn wir hier einmal die Staubschutzkappe abziehen und dann geht das los. Ich mache jetzt noch schnell die andere Seite raus und dann müssen wir nämlich kurz in eine andere Werkstatt fahren, weil mein Federspanner ist leider defekt und deswegen machen wir das kurz woanders da und dann geht es gleich weiter. So, hier stehe ich nun an dem guten Stück. Das ist ja ein brachiales Teil, habe ich selber so noch nicht gesehen und natürlich High-End finde ich, also ganz geil und damit lässt sich sicher die Feder jetzt sehr schön vom Stoßdämpfer lösen. Das sitzt, passt, wackelt alles. Okay, das war's schon. Dann jetzt wichtig, geht nicht einfach her und macht es mit dem Schlagschrauber auf, sondern mit einem passenden Stoßdämpferwerkzeug, damit ihr nämlich euren Stoßdämpfer nicht kaputt macht. Haben wir den getrennt und dann geht es einmal rückwärts. Et voilà. Und schau doch mal, das sieht doch jetzt schon mal anders da aus. Ha? Da haben wir einen schönen Unterschied, wie man sieht, von der Höhe her gesehen, dass da natürlich hier die Tieferlegung zu sehen ist. Ja, und jetzt müssen wir quasi die neue Feder in umgekehrter Reihenfolge wieder der neue Presse und dann Stoßdämpfer zusammen machen. Und dann war's das schon. So, kommt gerade mal her, damit ihr seht, was hier wichtig ist. Mir habe ich hier jeweils auch nochmal die Anschlagspuffer, einmal unten und einmal hier oben von der Gummimanschette, dass hier die Feder natürlich sauber anliegt. Und dann können wir das Ganze wieder entspannen. Und dann geht es jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder zu. Und schon haben wir die neue Feder im Stoßdämpfer drin. Gut, machen wir jetzt noch die andere Seite und dann geht's wieder retour ins Auto. So, und schon ist wieder das Federbein drin, Rad ist dran. Ich mache jetzt noch schnell die andere Seite und dann gehen wir der
Sache mal nach und schaue mal, wie das Ergebnis aussieht. Ich bin schon sehr gespannt. Das ominöse Gummi. Wenn man sich halt vorher nicht die Montageanleitung anschaut. Ja, das gute Ding kommt nicht auf die Vorderachse, sondern auf die Hinterachse. Und zwar ist hier die originale Federaufnahme, karosserieseitig. Da kommt als erstes das Gummi und danach der originale Abstandshalter. Was ist so? Dann rollen wir das Ganze mal ein Stückel vor, damit sich die Federn so weit setzen. Und dann bin ich aufs Ergebnis gespannt. So. Na, da sieht man doch gleich einen richtigen Unterschied. Wahnsinn! Also im Handumdrehen die Federn verbaut. Wenn ihr das entsprechende Know-how im Werkzeug habt, seht ihr, ist das auch eine ganz leichte Nummer. Ansonsten natürlich im besten Fall das in einer Fachwerkstatt machen lassen. Der nächste Step ist jetzt die Achsvermessung. Und nach der Achsvermessung mache ich dann eine ausgiebige Probefahrt und dann schauen wir mal, wie sich das Fahrverhalten verändert hat. So, Achsvermessung abgeschlossen und direkt jetzt hier auf der Heimfahrt richtig festgestellt, dass sich was verändert hat. Und zwar ganz klar beim Beschleuniger merke ich, dass er nicht mehr so stark vorne hoch geht. Und auch beim Bremsen habe ich das Gefühl zumindest, ne, dass er nicht mehr so stark eintauchen tut. Kurvefahrt, sehr geil. Er liegt wirklich schön in der Kurve. Was ich richtig gut finde, ist die Härte. Also vom Fahrkomfort merke ich gar keinen Unterschied. Das Ding ist immer noch genauso hart, weich, wie auch immer man es bezeichnen mag. Also echt top. Somit vollkommen Langstrecke kompatibel, wie es beim Elektroauto natürlich möglich ist, anhand der Batteriekapazität. Wenn man sagt, okay, man will eine moderate Tieferlegung und eine Performanceverbesserung vom Fahrwerk, dann ist man hier mit dem Bro-Kit auf jeden Fall richtig bedient. Hier beim Mini haben wir jetzt eine Tieferlegung auf der Vorderachse von 30 mm und auf der Hinterachse von 20 mm. Wenn es jetzt hier weitergeht im Laufe
des Projektes und mal die richtigen Felgen drauf kommen, müssen wir mal schauen, wie es da im Rathaus aussieht, ob man nicht vielleicht noch hier mit ein paar Eibach-Spurplatten arbeiten könne, um das Ganze auch nochmal optisch zu machen. Aber so weit sind wir noch nicht. Es hat schon mal sehr gut angefangen. Ich bin, wie gesagt, maximal begeistert und mache dann jetzt den Carporn für euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Deswegen nicht vergessen, Kanal abonnieren und auch die Klingel aktivieren, damit ihr sofort benachrichtigt werdet und bleibt am Ball. Es wird ein richtig geiles Projekt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.